So, der kann mal weg hier. So, war das hier die Größe? Oder noch eins weiter? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, diese Größe hier reicht eigentlich. Und dann machen wir hier. Fangen wir dann konsequenterweise hier an. Moment mal, jetzt muss ich überlegen. Das kann ja hier schon eins höher. So. Und jetzt den da unten wieder weg. Ja, das geht sogar. Okay. Dass man hier so eine Treppe hoch kann. Und die soll eben einfach so einmal rundum gehen. Doch dahin. So. Da müssen wir jetzt wieder... Da müssen wir jetzt wieder aufpassen. Ja gut, aber... Na, man kann ja auch hier runterfallen. Und das will ich eigentlich gerne vermeiden. Und deswegen ein Geländer dran. Und deswegen müssen wir das doppelt so breit machen. Und so weiter und so fort. Oder wir machen das zum Teil auch noch in die Wand. Ah, das können wir ja auch machen. Da müssen wir zwar noch viel rummurksen hier. Und erneut bauen, aber das ist dann eben so. Ich mache mal jetzt ein bisschen weiter hier. Einfach um mal etwas zu haben. So. Ja gut, ich muss sowieso... Moment, ich muss sowieso... Das neu machen. Da drauf. Da drauf. So, der wieder weg und auch der wieder weg. Okay, das sollte so passen. Ja, doch, so. Mhm. Jetzt haben wir nur ein Problem hier. Muss ich erstmal ein bisschen was dazwischen setzen. So, da soll ja dann nachher noch Kies hin. Ist auch in Ordnung, aber wenn die Treppe mal gesetzt ist, dann ist sie ja da und bleibt da. So, hier, dahin. Das kommt dahin. So, jetzt müssen wir da wieder daneben bauen. Den da drunter weg hier. Ja, das funktioniert. Naja, und so geht es eben dann weiter nach oben. Dann müssen wir das da einmal hinten herum machen dann. Ja, das ist ja okay. Na ja, gut, also wir haben jetzt erstmal genug gesehen hier. Die Erde kann jetzt mal wieder weg hier. So. Dann müssten wir aber auch dort anfangen. Ja, gut. Ja, das macht ja nichts. Aber ich kann mir das ja mal anschauen. Hier an der Seite. So, jetzt müssen wir hier... Ich fange mal da an. Das muss ich dann da drin auch auslegen. Ja, okay, so. Dann müsste der aber auch weg. Hier, aber da haben wir da unten eine Lücke. Dann müssen wir die Lücke eben einfach so auffüllen. Ne? Das macht ja nichts. So. Jetzt ist die Frage... Aha, guck mal, hier ist die Leitung. Aber das macht nichts. Die kann ja da bleiben. So. Was muss jetzt hier alles weg? Okay, der muss auch noch weg hier. Ja, also so eine Zweierbreite hier, das ist schon... das ist schon wesentlich besser. Ne, der muss noch weg hier. Ja, das auch hier. Einfach weg da. Da ist wieder eine Lücke. Na ja, gut. Aber dann... Ja, doch, ich will diese Ecke da hier schon gerne ausbauen. Hier. Ja, muss man...
Wollte ich eigentlich nicht jetzt machen. Da habe ich schon irgendwie was gebaut. Ja, und so eine Wendeltreppe auszuholen, also das wäre schon das Richtige. Das ist genau schon das, was ich vorhabe. Also der muss noch weg hier. Und dann... Nee, nicht so einer. Der hier. So. Ja, und dann... Wie machen wir das hier denn? Ich will diese Ecke da. Ja, okay. Also, ich weiß noch nicht so recht. Also, ich lasse das mal so. Ich versuche mal hier an der Rakete weiterzumachen. Da habe ich immerhin schon genauere Vorstellungen, wie das aussehen soll. Erstmal so. So. Und dann innen. Machen wir nochmal. So, und von hier aus kann es dann wieder weitergehen. Das ist dann die Düse da. Die wird natürlich nicht aus Dings gemacht, aus Erde, sondern aus schwarzem Ton. So, und da oben geht es dann wieder weiter mit der eigentlichen Rakete. Die sogar noch ein bisschen dicker sein kann dann. Ja, nee. Die lassen wir so. Lass mich doch da hochgehen. So, und dann hier wieder außen dran. Nein, der nicht. So. Und auch da. Soll jetzt eben genauso groß sein wie unten wieder. Noch einer. So. Das. Nee, da. Ach, nein. Zu viele Tasten auf einmal. So. Genau. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus hier. So. Und, ja, damit geht's den Rest so hoch. Und da muss alles mit Festbrennstoff voll gemacht werden. Ach so, Moment mal, ja. So, kurz neue Aufnahme begonnen. Oh, und Essen auch noch. Ja, sehr gut, dass die Kartoffeln wegkommen. Ja gut, also... Das soll so sein. Dann lassen wir das doch mal. Wir könnten das hier als Anschauungsmaterial mal so lassen. Und in dem anderen Silo erstmal weitermachen. Ach ja, wir müssen auch noch die Beleuchtung hier anpassen. Ja, das können wir auch gleich machen. Ja, okay, gut. Machen wir doch mal das hier. Gehen wir doch mal ins Lager und sorgen mal für Rotsteinfackeln. Unmengen an Rotsteinfackeln brauchen wir. Haben wir noch welche da? Wahrscheinlich nicht. Doch, haben wir. Hm. Gar nicht mal so wenige. Ich nehme jetzt mal noch ein paar mit. Also ein paar Stöckchen, meine ich jetzt. So, ja. Egal. Soll mal genügen. Dann sorgen wir jetzt erstmal für ein bisschen Beleuchtung. Haben wir denn hier noch Rotstein? Das hier. Da könnten wir ruhig ganze Klötze nehmen. Und die in die Mauer einlassen. Ach komm, wir gehen mal zum Agrarplatz. Ist gerade Nacht. Da. Und schau mal, was wir denn da so finden. In Sachen Glühstein. Müsste irgendwo da hinten sein. Rotstein, Glühstein, guck mal da. Ist leider nicht so viel. Da müssen wir noch ein bisschen ernten. Wie macht man jetzt Glühstein? So, nein. Oh, tatsächlich, so macht man das, okay. Ja, zu mir reicht es eben nicht. Ja, gut. Dann gehen wir mal ins Bett. Oh ja, und dann probieren wir mal die neue Sense aus. Genau, das haben wir noch gar nicht gemacht.
Diese neue Sense, die müsste doch eigentlich als auch eine größere Reichweite haben. Wo ist denn die andere? Hier. Die macht 11 Angriffsschaden und die 17. Okay. Ja, ich will ja nicht damit angreifen. Ah, komm, also wir probieren es aus. So, auf zum Glühstein-Essenzfeld. Das ist das da vorne mit diesen, mit dieser Beleuchtung. Da vorne haben wir es ja schon. So, hier. Boah, also größere Reichweite sehe ich das eigentlich nicht. Aber immerhin funktioniert. So, was haben wir denn da bekommen jetzt hier? Na, ja, doch schon einiges. Okay, gut. Wir ernten nochmal ab. Ein bisschen wachsen lassen. Hier gleich schon mal wieder eine Kartoffel essen. Wir können auch gleich hier neben an dem Schuppen dort den Glühstein oder die Essenzen verarbeiten. Dann müssen wir nicht so weit laufen. Oh, guck mal, hier, da ist schon was. Ich muss ja nicht warten, bis alles gewachsen ist hier. Nee, also von einer größeren Reichweite sehe ich da jetzt nichts. Aber vielleicht täusche ich mich auch, vielleicht ist die ja doch größer. Aber naja, ist auch klar. So, ja, ich würde sagen, das reicht jetzt mal. So, noch den Rest hier noch abernten. Was alles da war. So, okay. Oh, da noch einer. So, dann gehen wir mal da in den Schuppen. Hier zur nächsten Werkbank. Und machen, wie heißt das nochmal? Glühsteinstaub. Okay. Da haben wir jetzt aber doch einiges bekommen hier. Ja, ein bisschen was bleibt übrig. Ja, da, da, da und da. Und das geht noch auf. Ja, wunderbar. Lassen wir den Rest. So, das wieder weg. Nein, ich will das doch hier da drin haben. Okay, laufen wir wieder zurück. Räumen die Sachen weg. Damit wenigstens hier ein bisschen Ordnung erhalten bleibt. Und dann geht es wieder weiter zum Fackeln setzen. Ah ja, hier, genau, da war noch was. Das da rein. Oh. Oh, 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 was haben wir denn da? Ja, okay, gleich raus damit. Passt gar nicht alles rein. Okay, gut, ja, dann. Wo das herkommt, weiß ich auch nicht, aber okay. Ich habe da wohl mal eine ganze Menge reingeschmissen. Ja, da hatten sie wohl welche angesammelt hier. Da oben, genau da, da waren ja die Samen drin. Und die habe ich dann alle da reingeschmissen. Deswegen ist da so viel. Naja gut, räumen wir hier noch ein bisschen auf. Wasseressenzen. Haben wir auch eine ganze Menge da, ja. Dann noch die restlichen Glühstein-Essenzen. So, das war's hier erstmal. Jetzt haben wir unten noch ein bisschen mehr. Das räume ich jetzt auch alles weg. Ist denn das hier schon durch hier? Ja, das ist schon durch, okay. Los, kommt mit. Alle rein da. Da haben wir wieder ordentlich Erdessenzen hier. Die passen da gar nicht mehr alle rein, oder? Tatsächlich, die passen gar nicht mehr rein. Packen wir sie da oben rein. So, was haben wir jetzt an Wasseressenzen? Oh ja, da ist auch jede Menge. Ja, wie wär's, wenn wir gleich ein bisschen Ton machen würden? So, als Vorbereitung. Für irgendwann später. Ist mir jetzt nur ein bisschen zu langweilig. Ich wollte ja eigentlich was anderes machen. So, da haben wir noch ein paar Glühstein-Essenzen hier. Heben wir mal einfach so auf. Und was war das hier? Ein Netherquarz. Hier, da. Ja, okay, gut. Nehmen wir den Rest mit. Ab ins Silo. Ne, ne, bleib mal du hier da. So. Ich glaube,
Ich habe hier gerade einen Fehler gemacht. Nee, das passte gerade noch so. Okay. Ich werde mal den Wegpunkt hier versetzen. Am besten einfach mal so. Ja, hier hin. Ah, dann ist der wieder unten. Dann, ja gut, nutzt alles nichts. Ich will ihn jetzt anders haben. Bevor ich es wieder vergesse, wenn ich schon dran denke, dann am besten gleich machen. So, das da setze ich mal auf 30. Und da nur, achso, nee, eine 0. Und 38. So, bestätigen. Jetzt ist der da ganz unten. Deaktivieren. Ich will ihn jetzt nicht hochrollern da. So, fertig. Gut, ja, ich wollte ja Fackeln setzen. Also, fangen wir mal an mit Fackeln.